Star Wars Republic Commando, Buch 1, Feindkontakt. Prolog. Okay, es ist folgendermaßen passiert. Tief unten in der Spalte ist es stockdunkel und wir seilen uns schnell ab. Zu schnell. Ich kann die Wucht der Landung in meinen Backenzähnen spüren. Ich bin zuerst unten und flute die Kammer mit dem Scheinwerfer meines Helmes. Es gibt hier eine dreifach versiegelte Panzertür zwischen uns und den Geonosianern. Und ich habe nicht genug Zeit auszurechnen, welche Sprengmasse es braucht, um sie hochzujagen. Dann eben eine Menge R, wie reichlich, wie ich es gelernt habe. Das Thermaltape um den Rahmen kleben und den Zünder hineindrücken. Leichter gesagt als getan. Die Legierungstür ist mit einer Dreckkruste überzogen. Der kommandierende Offizier der Delta Squad kommt ans Helmcomlink. Schmeißt du da unten eine Party, Täter? Künstler soll man nicht drängen. Willst du das den Spinnendroiden erzählen? Geduld, Delta. Komm schon, willst du wohl am Metall kleben bleiben? Bin fast fertig. Eine Menge Spinnendroiden. Ich höre, Delta. Nimm dir genug Zeit, es eilt nicht, überhaupt nicht. Bereit. Wir drücken uns an die Wände der Höhle. Für den Bruchteil einer Sekunde besteht alles nur aus weißem Licht, schmerzhaftem Lärm und herumwirbelndem Staub. Als wir wieder sehen können, sind die Türen zertrümmert und nach innen gedrückt. Rauch steigt auf. Delta Squad, bereit zum Eindringen. Einnehmen, einnehmen. Ich dachte schon, du würdest nie mehr fragen. Delta Squad landet am Boden und geht sofort rein, feuernd, während wir zurückbleiben und ihnen Deckung geben. Hier unten liegt ein verzweigtes Tunnelsystem. Wenn wir nicht aufpassen, könnte uns aus jeder Richtung etwas anfallen. Eigentlich sollte mein Helm vor den hohen Dezibelwerten schützen, aber Krieg ist laut, wirklich laut. Über das Umf, Umf, Umf der geonosianischen Schallsalven und unser eigenes Blasterfeuer kann ich mein Helmcomlink nicht hören. Dafür höre ich schweres Panzerabwehrfeuer. Fiekfick, ich kann es durch meine Stiefel spüren. Eine Bewegung vor mir lenkt meine Aufmerksamkeit auf sich. Dann ist sie verschwunden. Ich spähe durch das Visier meines DC-17 und hake es als Einbildung ab. Dann deutet Taylor in Richtung einer der fünf weiteren Tunnel vor uns. Damen, schnappt ihr den E-Netz und halte diese Position. Er winkt Vin und Jay zu sich und zusammen rücken sie, Rücken an Rücken, alle Seiten im Auge behaltend, an den Eingang des Tunnels vor. Und jetzt blicke ich hinauf zur Decke. Hier sind mehr Geonosianer, als wir gedacht haben. Viel mehr. Ich knalle zwei über mir ab und schon kommen noch mehr aus dem Tunnel zu meiner Linken. Also eröffne ich das Feuer mit dem Repetierblaster. Flott und früh. Denn wenn sie zu nahe herankommen, wird mich der Schuss ebenfalls braten. Auch so wirft er mich schon zurück wie ein Vorschlaghammer. Taylor, hier Damen, over. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann keinen von ihnen sehen. Aber ich kann schnell aufeinanderfolgende Salven hören. Taylor, hier Damen, hörst du mich? Over. Es ist weniger die Stille, eher das Ausbleiben einer vertrauten Stimme. Dann zerstückelte, knisternde Rufe. Erwischt, hier hat's einen erwischt. Wer? Wen hat es erwischt? Taylor, Vin, Jay, hört ihr mich? Over. Ich habe den Kontakt zu meiner Schwadron verloren. Es ist das letzte Mal, dass ich sie sehe.